Moin moin und herzlich willkommen zur letzten Folge von 7 Days to Die Darkness Falls. Wir werden noch einen letzten gemeinsamen Loot-Ausflug machen. Und zwar, ihr seht es da vielleicht schon im Hintergrund, dieses große Gebäude, was du schon so oft den Weg gekreuzt hat. Also wir haben oft den Weg gekreuzt, weil das Gebäude bleibt ja stehen, aber darum geht es ja jetzt nicht. Ich bin super neugierig, was da drin los ist. Und deswegen möchte ich da wirklich super gerne einmal reinschauen. Das lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Das hängen wir noch hinten dran. Komme, was wolle. Selbst wenn wir dabei jetzt sterben, ist mir das egal. Ich will wissen, was da drin ist. Ja. Dann müssen wir nur noch jemandem mal sagen, wo der Eingang ist. Das finden wir aber vielleicht noch. Da nicht, da nicht, da nicht. Exit only, okay. Ah, da ist der Eingang. Oder? Nee. Da? Wir schauen mal ins Diner. Bam! Erik Hammer, regel mal. Oh. Die ganzen Sachen vom letzten Mal sind schon fleißig weggeräumt. Ich habe ja nichts unnötig verschwendet. Oh. Was ist das? Fahrstuhl? Darf ich reingucken? Wahrscheinlich wäre drumherum dann wieder schneller gegangen, aber es ist egal. Boah. Die erste Ladung hat ja schon mal ordentlich gesessen, oder? Ja, bevor wir jetzt natürlich mit einfach der Leiter nach ganz oben gehen, schauen wir uns mal an, was es hier unten so gibt. Oh, das Treppenhaus. Ja, ich glaube, wir müssen durchs Treppenhaus gehen. Nett, dass die Spinne sich mit den Zombies zusammentut, oder? Okay. Das waren ganz schön viele, die sich jetzt einfach nur angesammelt haben, dadurch, dass wir hier reingegangen sind. Das ist enorm. Und scheinbar auch noch nicht die letzten. Ich höre sie noch. Leute? Oh. Passt schon. Alter. Wir machen hier auch nochmal auf. Ich gehe davon aus, dass hier auch einfach eine Leiter nach oben sein wird. Aber um das natürlich zu überprüfen, machen wir die Tür natürlich auf. Am besten bevor von hinten die Zombies kommen. Ah, schaffen wir das? Jo. So.
Alter! Wenn ihr meint? Da ist er tot. Oh. So, wir nehmen nicht die Leiter nach oben, das wäre irgendwie zu simpel. Wir nehmen das Treppenhaus. Okay. Das alles? Ohne Zombies und so? Ha. Da hätten wir die Leiter nehmen können, oder? Hm, mein ja nur. Alter, meine Ausdauer geht doch gar nicht runter. Woo! Ja, die Leiter nehmen können, ganz klar. Ja, holt die Ausdauer sogar noch, wenn ich hier hochhüpfe. Da. Oh, die war offen. So, machen wir wieder einen auf Schleichen. Ah, da ist noch einer. Wie viel Life hat der? 900. Jo, tot. ...2010. Hatte er. Also so ein brennender Kopf ist natürlich übel. Oh! So mache ich das doch gern. Das erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an Splinter Cell. Auch eine Spielreihe, die ich absolut liebe und feiere. Oh, die habe ich früher auch mal so mit Bump Striker so oft gespielt. Könnten wir hier auch mal wieder machen. Muss ich vielleicht auch mal wieder fragen. Das ist so. Hier Conviction und Blacklist. Eigentlich super geil. Vor allem. Ah! Conviction ziehen wir, glaube ich, vor. Das ist schon irgendwie geiler gewesen. Nur so. Jetzt weiß gar nicht. Total. Ab Thema vorbei. Jetzt ist ja gar nicht Seven Days. Egal. Oh. Bisschen Muni, danke, danke. Noch mehr Muni, danke, danke, danke. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Exit? Guter Ausgang. Ah, das ist die Leiter. Der Power Armor gewonnen? Oh ja. Ich finde die auch von dieser Machtrüstung eigentlich ganz gut momentan. Ah, es geht noch höher. Aber Stach! Hat's mich mal. So. Das nenne ich mal Dachgarten. Woo! Mitnehmen, 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 mitnehmen. Wow. So. Eigentlich sehr interessant. Das ist eine Aussicht. Okay. Wir machen drüber wieder hier den Schleichsplinter Cell Move. Da hatte ich Spaß dran. Pack die Laserpistole aus. Und so macht es ein echter Geheimagent mit Laserpistolen. So. Dann klopfen wir mal an.
Müssen wir erstmal die besiegen, die wir hier geweckt haben, bevor wir wieder auf Geheimagent machen können. Warte, warte. So. Aha. Aha. Büchers. Die nehmen wir auch noch mit, natürlich. Großverfach. Ich helfe dir mal. So. Hallo, noch wer da? Nö. Na, war die letzte. Ist in Ordnung. Ah, Toilette. Zack. Zack. Noch ein Essen. Ein Tresor. Und offen. So, wow, ohne Mod. Bin ja begeistert. So. Aber aufs Dach. Falsche Tür. Warte. Eine weiter, ne? Ja, ja. Mal gucken, ob wir hier noch was Tolles finden. Hier ist da nichts mehr, ne? Aber der Exit war doch auf der anderen Seite. Das heißt, wir nehmen mal den Exit, oder? Woo! Wir nehmen den ganz offiziellen Exit. Okay, das Gebäude war ja verblüffend kurz dafür, dass es so hoch war. Da ist der Exit, oder nicht? Hier. Exit! Woo! Woo! Das sind Heuballen. Ah! Bam! Verstehe! Das ist ja smart gelöst. Okay, wie gesagt, der Ausflug war jetzt ein bisschen kürzer als erwartet. Da ist noch, oh, da ist noch eine ganze Bücherei. Aber das lohnt einfach nicht mehr. Tut ja jetzt schon ein bisschen weh, ne? Aus Prinzip markiere ich sie mir trotzdem. Büchers! Einfach so. Aber wartet mal, wir sind hier jetzt erst bei 13 Minuten. Da habe ich noch eine andere Idee, was wir machen können. Wollen wir hier... Können wir noch mal ein bisschen coolen Content reinhauen? Naja, ob der cool ist, weiß ich noch nicht. Hier die Riesenvilla. Lass uns da mal reinschauen. Die hatten wir auch mal entdeckt. Die sah ja auch richtig cool aus. Und scheinbar haben wir ja jetzt genug Zeit. Ja, eigentlich war der Plan, dass dieses Gebäude jetzt die ganze Folge füllt. Das, ja. Nö, anscheinend nicht. Dann lasst uns aber nochmal diese Villa hinten dranhängen. Im schlimmsten Fall machen wir dann heute halt Überlänge. Das ist ja, ich glaube, egal. Gibt Schlimmeres. Nicht. Geländemotorrad! Da vorne ist eine Straße. Ich glaube, ich hätte lieber die Straße als den Weg hier. Oh, warte mal. Ist das nicht auch eine Riesenvilla? Es ist einfach das gleiche Gebäude. Dann nehmen wir auch das hier vorne. Brauchen wir nicht so viel fahren. Wie gut.
Wie gut! So, dann lasst uns nur mal den Eingang finden. Eigentlich. Naja, komm schon. Ruf da, hab einen Hammer. Moin. Scheint aber irgendwie militärisch zu sein. Vielleicht habe ich das schon mal festgestellt. Das letzte Mal, als wir. Ich glaube, das hatte ich schon festgestellt, als wir das erste Mal so eine Riesenvilla gesehen haben. Weil auch nicht jeder hat einfach mal Panzer im Garten stehen. Also ich nicht. Heißt ihr vielleicht, aber ich glaube auch nicht, dass das so der Normalfall ist. So. Oh. Das ist angemalter Stahl. Was ist das? Ausstiegsluke. Okay. Haben wir den Heli betreten? Ja. Ah. Mistvieh! Aha, geht doch noch. So, ich werde jetzt auch nicht in jeden Panzer reingucken. Lohnt ja einfach nicht, aber das ist schon mal cool. Großes Haus. Oh. Ich darf einfach den Boden unter den Füßen wegschlage. Oh, herrlich. Die da aber ist so geil. Oh, herrlich. Gibt's hier was? Lass uns mal reinsägen. Oh. Okay, darunter Stein. Lass uns das mal lieber nicht tun. Helikopter der zweite. Zwei Hundehütten? Sie aber keine Hunde? Hören sie bis jetzt auch nicht? Die kommen bestimmt noch. Okay. Netter Park. Das ist definitiv kein privates Wohngebäude, würde ich mal behaupten. Hallo! Komm, ich sprinte jetzt hier einfach mit dem Hammer durch. Wo seid ihr? Hä? Da. Da bist du tot. Ah, ist hier noch einer irgendwo? Lauf, lauf, lauf. Hallo. Einfach mit dem Hammer durchsprinten. Wie entspannt. Munition. Airdrop? Nehmen wir gleich mal mit, würde ich sagen, oder? Jo, danke. Das sieht auch wieder ziemlich nett aus hier mit dem kleinen Wasserding, mit der Wasserstelle vor der Tür.
Dann lass uns vorne zur Tür rein. Da-da-da-da. Klopf, klopf. Wow, sieht das cool aus. Und Screenshot. Oh, ich liebe solche Treppenhäuser. Mal wieder hier. Geheimagent. Hat erstaunlich nicht funktioniert. Hab's versucht. Hab's wirklich versucht. Machen wir weiter. Habt ihr schon wieder Glasscheiben davor? Oh, Leute. Wir wollen keine Glasscheiben vor Bücherregalen. Nein, nein, nein. So, zerlegen. Allgemein können wir mal wieder ein paar Sachen zerlegen. Weg mit den Federn. Oh, 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 oh. Power Armor werde ich nicht zerlegen. Oh. Büchers. Oh, ist da was versteckt? Nö. Okay. Okay, alles voll mit Papier. Ich höre gerade wieder irgendwo einen dämonischen Zeitgenossen. Na? Oh, schleichen wir uns mal hin. Oh. Okay. Was habt ihr hier versteckt? Das wollen wir natürlich einmal wissen, oder nicht? So. Ja, wir haben's gleich. Was zur Hölle? Eingänge im Haus? Das ist ja cool. Oh Gott! Eine dämonische Spinne. Guck mal auf das Life, wie schnell sie sich regeneriert, Alter. Übel. Naja, ich nehme ja schon Medikamente. Das ist übel, was hier los ist. Das ist richtig übel. Aber ich will ja wissen, was los ist. Deswegen sind wir ja hier. Oh.
Ah, ich will schon wieder alles mitnehmen. Nein. Oh. Jawohl. Wie hört die Party draußen? Alter. Alter. Oh, ihr hört es, oder? Und wo kam die jetzt? Hä? Ach, du Heilige. Ja, gut. Ab ins Getümmel. Pack die Schnellfeuerwaffe aus. Hier war's nicht. Shamway Food muss auch nicht sein. Ich muss die Ordnung schaffen hier. Nein! Ach, komm. Ballern wir. Sonst nichts zu tun hier. Ich mach das mal auf dem schnellen Wege. Hier, du machst noch Bumm. Danke, danke, danke. Hier die Kammer, mach mal. Woo! Schön mit wehenden Flaggen untergehen, ne? Ich mach euch kalt! Oh, Fahrer! Boah! Ich könnte mich heilen, ne? Aber es ist gerade eine nette Machbarkeitsstudie. Ah! Hä? Und jetzt? Komm, der noch. Lebe! Aha! So. Jetzt mal einen guten davon. Einen guten davon. Eine gute Pille noch dazu. Noch ein Verband. Dann noch was zu essen. Und noch ein Verband. Und noch ein Verband. Ah. Okay. Oh, ich kann nicht mal alles mitnehmen, ne? Oh, warte doch. Scrap, 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 scrap. Scrap, 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 mitnehmen. Ah. Die komische Schreierin draußen ist natürlich ein bisschen lästig. Die muss ich mich gleich mal bemühen. Jetzt wird das hier mit den Zombies natürlich nie ein Ende nehmen. Oh, ein Pool! Oh, schick! Gut, ist nicht sonderlich viel Wasser drin, aber es ist ja wieder egal. Aha! So, Munition, nachladen. Ich muss mal draußen gucken, ob ich die Schreierin finde.
Tot. Muss doch hier irgendwo sein. Ist der Pool? Okay, Leute. Bitte explodiere! Er explodiert. Nett. Der nächste auch noch, bitte. Gut, der ist tot, das ist auch in Ordnung. Läuft! Ah, hier war ich irgendwie in dem Pool. Ja, ja, ist okay. Müsste mich gleich mal ein bisschen aufräumen. Zerlegen, zerlegen, zerlegen. Hier, nimm ruhig noch eine Tablette. Wir zerlegen hier einfach mal alles. Okay, weiter geht's. Du bist zu groß für diese Tür. Oh, nur große Munitionskisten. Okay, die muss ich natürlich mitnehmen. Ui, Alter. Ah, oh, der Hammer regelt. Vorher ist noch in einem echt guten Zustand. Das muss man auch mal klar sagen. Wie, warte, ich habe doch auch noch Antibiotika hier. Genau, benutzt doch mal. Oh, ah, ich habe auch noch Honig gehabt. Egal. Ich höre eine Schreierin. Wo? Ich glaube, sie hat geschrien, oder? Nicht? Ich will mich nicht beschweren. Oh, noch eine. Wo ist... Oh. Wo ist die Alte schon wieder? Alter. Wie komme ich da rein? Was ist das? Die Garage ist das. Aus Stein. Okay. Oh, hier ist auch noch zu viel. Sterbt ihr noch? So, Hammer gegen Dichter. Klappt das? Locker. Ha? Das Gebäude ist geil. Komm, machen wir noch mal einen Blick in den Laster rein. Essen. Wow, brauche ich nicht.
Hi. So viel Loot hier. Okay, ich kann nicht alles mitnehmen. Oh, Getränke. Naja, wir sind ja gerade nicht unbedingt zum Looten hier. Vielleicht können wir uns einfach mal ein bisschen nur umschauen hier. So, wir müssen mal in das zentrale Treppenhaus. Ich würde jetzt gerne nach oben, weil die Etage haben wir zumindest aufgeräumt, glaube ich. Boah, das Gebäude ist echt riesig. Das ist... Aha! Treppe gefunden. Hallo. Oh, ich laufe jetzt hier einfach rein, weil Hammer regelt schon, oder? Ja, Hammer. Läuft! Hey! Geh weg! Das sieht nach Waschbereich aus. Ja, Waschbereich und Wäschelein, das ergibt Sinn. Nochmal Toilette, okay. Oh. Na, du blöde Kopfsau. Ja, die Cops nerven mich einfach nur, weil sie mal hier ihre komische Gelinnergegend rumkotzen. Das muss ja nicht sein. Oh. Noch wer? Oh, da ist was hinter. Ah, Schränke, okay. Da auch? Ja. Ah, hier bin ich reingekommen, hochgekommen. So, dann machen wir mal kurz den Geheimagenten-Move hier. Tada! Oh. Schön mit den Boxen und dem Riesenfernseher. Ja, ja, doch, doch. Und hier noch ein kleines Heimkino. Das funktioniert in dem Spiel. Oh. Oh. Tatsache! Witzig! Man kann sich Sachen an die Wände projizieren. Wie cool ist das denn? Okay. So, gibt's noch ein Dach? Nee, ne? Dann haben wir das auch. Oh! Ein Balkon ohne Zugang? Ich will aber aufs Dach. So. Wir machen jetzt einen Ausflug aufs Dach. Ganz klare Kiste. Zack, zack, zack. Oh. Supergeiles Gebäude. Gar keine Frage. Das hat mir echt gut gefallen. Motorrad. Wäre natürlich gut gewesen, wenn ich jetzt noch mehr
Platz zum Looten hätte oder mehr Zeit, wie auch immer. Also, Zeit ist ja nicht das Problem. Ich habe keinen Platz mehr und wir brauchen es ja halt auch nicht mehr. Ist ja soweit heute letzte Folge, also Abschiedsrunde, hatte ich ja anfangs gesagt. Da kann ich jetzt eigentlich auch gleich einmal Feedback zu der Mod loswerden. Ich hatte die meiste Zeit echt ziemlich viel Spaß daran. Es gab zwischendurch so ein paar Momente. Ja, ich fand es teilweise auf unfaire Art schwerer gemacht. Also jetzt nichts gegen einen höheren Schwierigkeitsgrad an sich, das meine ich gar nicht. Sondern wir hatten da auch so einige Gebäude, wo dann einfach 10.000 Zombies aus einer 2-Block großen Wand gekommen sind. Oder, also ist vollkommen übertrieben ausgedrückt. Oder, ich weiß noch, bei der einen Bibliothek war das, glaube ich, dass die Zombies hinter einem spawnen, nachdem man das Gebäude schon längst betreten hat, um aufzuräumen. Das nimmt einem die realistische Möglichkeit, sich vorzubereiten und ganz entspannt alles von außen zu beseitigen an Gegnern, weil wenn einfach hinter dir welche nachspawnen, das schockt einfach nicht. Da habe ich dann auch einfach null Verständnis und Spaß dran, das ärgert mich einfach nur. Solche Momente, aber das war halt auch nur 2-3 Gebäude so, die sind mit 20 Zombies hinter so einer 2-Block großen Wand. Ja, das ist auch so eine Sache, das kann man sich ganz ehrlich sparen, das ist, finde ich, auch hammer unnötig unfair schwerer gemacht. Das, na gut, damit sind wir klar gekommen. Munition raus, Knüppel raus, wie auch immer, aber es ist keine faire Möglichkeit, das Spiel schwerer zu machen. Also meine persönliche Meinung natürlich. Der ganze Rest an dem Modpack, was mit dem Skillsystem, das war was anderes. Man levelt das, was man nutzt. Da muss ich sagen, hat mir echt gut gefallen. Das war was anderes. Man musste sich hier halt komplett in das Spiel irgendwie reinfuchsen. Weil sich das aus irgendwelchen Gründen, auch wenn es immer noch Seven Days to Die ist, einfach komplett anders spielt. Die ganzen neuen Gebäude finde ich ja ganz cool. Auch die Mod-Gebäude sind ein paar richtig schicke bei gewesen. Aber auch da wieder ein kleines bisschen meckern auf, ja. Ich spiele Seven Days Vanilla ja auch echt gerne. Ich fände es schön, wenn man in den Gebäuden einen Weg hätte, den man gehen könnte, ohne sich durch mehrere tausend Punkt schwere Tresorten zu graben oder Wände. Ich habe jetzt auch bei den Shotgun-Missile gesehen, es war ja irgendwie Zufall, welche Türen aufgeschlossen bzw. abgeschlossen waren. Alter. Oh. Das war auch nicht so ganz. Also das ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Das ist jetzt meckern auf hohem Niveau. Ich mag es bei Vanilla, dass du nicht gezwungen bist, dich durch große Türen und so durchzugraben, weil du rein theoretisch einen regulären Weg hast, in den du in alle wichtigen Räume kommst. Gut, auch da, es gab immer ein paar geheime Räume, auch bei den Vanilla-Gebäuden. Das will ich ja gar nicht abschreiten. Das war dann aber meistens immer so mit einer kaputten Tür besägt oder einfach nur ein halber Block. Also, dass man das gut erkennt. Das gab es jetzt hier einfach nicht, weil ich glaube, das war einfach Zufall, welche Türen geöffnet und geschlossen waren. Anders kann ich mir das nicht ganz erklären. Ich habe mir gedacht, bei den Mod-Gebäuden ist das so, wow, so reinprogrammiert, das so gewollt. Aber speziell bei den Vanilla-Gebäuden war es ja auch so, dass manche Türen, die eigentlich offen waren, geschlossen waren und andersrum. Das so, ja, keine Ahnung. Aber auch das, man hat ja Werkzeuge, man kriegt die auch zum Beispiel relativ früh, hatten wir ein Brecheisen, das ging relativ gut. Die ganzen Klassen waren cool. Ich hätte mir natürlich gerne mehr Büchereien gewünscht oder mehr Quests zu Büchereien. Auch so eine Sache, dadurch, dass wir so viele Gebäude haben, kann man natürlich nicht gezielt mit Quests Gebäude farmen, in dem Sinne, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Weil man kann ja, dadurch, dass man eine Quest lädt, das Gebäude resetten. Wir hatten einmal mit ganz viel Glück eine Quest für eine Bibliothek. Ich habe bei zwei verschiedenen Händen, es waren ja vier verschiedenen Leuten regelmäßig geguckt, ob da noch mal eine Quest reinkommt. Vor allem jeden Tag sind ja neue Quests drin. Die kamen einfach nicht wieder rein. Das ist so, vielleicht sind die Gebäude einfach zu viele verschiedene drin. Das ist so, aber auch das ist jetzt so frei rausgesprochen. Persönliche Meinung, das ist jetzt nichts Dramatisches. Das mit der verstrahlten Zone, das war ein ganz neues Gameplay-Element, das war richtig geil. Wo man sich auch extra einen Strahlenschutzanzug gönnen musste.
gute Waffen, dann waren da ein Haufen dämonische Gegner. Man musste sich da nach und nach irgendwie vorarbeiten, dass man solche Laserwaffen kriegen konnte. Da muss ich auch wieder sagen, finde die Munition ein bisschen teurer als sein muss. Weil für Singleplayer ist das ein bisschen blöd. So viele Ressourcen zu sammeln ist anstrengend. Wenn man mit mehreren spielt, geht das vielleicht etwas angenehmer. Das Spiel ist aber auch auf mehrere ausgelegt. Also da bin ich so eher das Problem, weil ich halt alleine gespielt habe. Aber sonst, geile Mod. Würde ich mir wahrscheinlich nochmal antun. Auf einer anderen Map, wahrscheinlich auf einer kleineren Map, weil ich fand die ein bisschen groß, so als wir unsere Touren zu den anderen Händlern hatten, die etwas auswärtiger waren. Das waren schon lange, lange Strecken. Das war so. Ja, kann man so durchgehen lassen. Da würde ich sich mal eine kleinere nehmen. Und auch hier das erste Mal, dass ich eine Falle innerhalb eines Gebäudes so gebaut habe. Ich mache gerne Outdoor-Tötungstrakte. Das klingt irgendwie doof, aber so mache ich das gerne. Machen hier jetzt nochmal an. Einfach nur, weil wir es können zum Abschied. Machen wir Tür auf. Zack, zack, zack. Oh, da ist so ein Schaltraum. Mega geil. Das werde ich mir beim nächsten Mal, wenn ich Info 7 Days spiele, definitiv auch wieder so machen. Das war geil. Aber wahrscheinlich werde ich die Falle wieder etwas freier gestalten als in so einem Gebäude. So ein Gebäude, das war geil. Ich muss sagen, das war einfach vom Feeling her mal was ganz anderes. Aber grenzt einen halt schon ein bisschen ein in den Möglichkeiten, oder? Eigentlich auch nicht. Ja, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Es war irgendwie geil, auch irgendwie nicht. Ist so... Also kann ich nicht auf Strich sagen, es war geil. So. Abgelöst wird dieses Let's Play hier vermutlich durch Night of the Dead. Haben wir schon angefangen mit zwei Streams, die auch schon hochgeladen sind. Auch in einer Night of the Dead Playlist abgelegt. Wir werden auch 7 Days jetzt nicht in den Rücken kehren. Wir werden wahrscheinlich als Stream-Projekt oder... gut, wie genau, da will ich jetzt nichts zu sagen, aber... War of the Walkers, also 7 Days to Die mit der Mod War of Walkers... werde ich auf jeden Fall nochmal spielen wollen. Wir haben das mit Baumstriker auch schon mal angefangen im Stream. Da hatte ich aber ein Vanilla mit Streams gespielt. Da habe ich hier jetzt Darkness Falls gespielt. Und da war schon wieder ein ganz anderes System mit Skills und so. Da war ich einfach ein bisschen... Das hat sich so angefühlt wie... Grain AFK. Naja. Das werden wir uns auf jeden Fall nochmal zu Genüge tun. Das wird in den nächsten paar Wochen bestimmt mal passieren. Und dann auch, wie gesagt, live auf Twitch. Vermutlich... Aber egal, was wir tun, es wird auf YouTube landen. Also, keine Sorge, da taucht noch was auf. Und dann würde ich jetzt ganz herzlich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei geblieben sein. Und ja, wenn es gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne auch noch ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Und dann, wir sehen uns ein andermal. Tschüss.